In diesem Video wollen wir uns den Lucky Patcher mal anschauen. Das ist eine App für Android, mit der man Lizenzprüfungen und Werbung entfernen kann. Man kann die App auch ohne ein geroutetes Handy verwenden, aber normalerweise ist schon Root erforderlich, um die Hauptfunktion überhaupt nutzen zu können. Ich werde jetzt das Programm nicht direkt benutzen, sondern einfach nur mal zeigen, was hier möglich ist. Es gibt für manche Programme individuelle Patches, man kann die Lizenzprüfung entfernen oder man kann einen Patch für In-App und LVL, was auch immer das heißt, Emulation anwenden. Dieser In-App-Patch ermöglicht dann, dass man In-App-Käufe eben über den Lucky Patcher tätigen kann. Und man kann auch aus den App eine modifizierte APK erstellen, wo eben der Lizenzprüfer dann fehlt und kann die dann auch weiter verschicken. Weiterhin gibt es hier noch eine Toolbox mit so ein paar anderen Optionen. Man kann zum Beispiel hier die Werbung systemweit versuchen zu blockieren. Das ist ganz nett, wenn man hier Google-Werbung in den einzelnen Apps blockieren kann. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist ein geroutetes Handy und es wird auch empfohlen, das Exposed Framework zu benutzen.